Und jetzt gucken wir einfach nochmal uns das an, was John O'Neill, damals ja John MacArthur, sagte. Ich spiele das jetzt nochmal ab. He has been grieved, John MacArthur. I've been sending you to tell you that. You're sharpening the sword and they're cutting each other. You do not believe in prophets, you're looking at one. God have mercy on you, teach you the truth. Your doctrine of cessation is an error, John MacArthur. It's an error. I have been sent to tell you it's an error. For the unbeliever, repent of your sin. The kingdom of heaven is close. You do not have time. Jesus Christ is coming by soon. God bless you, people of God. So, ich lese das nochmal vor. Ich habe hier oben so ein bisschen Übersetzung gemacht. Ne? Sie haben den Heiligen Geist betrübt. Deine, okay, ihre, schreiben wir noch, ihre Lehre vom Aufhören der Gaben ist falsch. Darum ging es ihm also. Ne? Also, dass er halt sagt, ja, gibt keine Propheten, gibt keine Heilung mehr, gibt alles gar nicht mehr. Ne? Der Heilige Geist wirkt nicht mehr so wie früher. Das ist gerade mal gar nicht bewerten. Er wurde betrübt, also der Heilige Geist. Ich wurde gesandt, um ihnen das zu sagen. Ihr wetzt das Schwert und schneidet einander. Wenn sie nicht an Propheten glauben, sie gucken gerade einen an. Ihre Lehre des Aufhörens der Gaben ist falsch, John MacArthur. Es ist falsch. Ich wurde hierher gesandt, zu sagen, dass es falsch ist. Er sagt manchmal auch Sachen, die ich nicht ganz verstanden habe, was er überhaupt gesagt hat. Und dann sagt er auf jeden Fall für den Ungläubigen, bekehr dich von den Sünden, ihr habt keine Zeit. Jesus Christus kommt bald. Gott segne euch, Leute. Den Typen haben sie jetzt als irgendwas hochgradig Gefährliches dargestellt und an jeden so ziemlich verpfiffen, an den man jemanden verpfeifen kann. Das werde ich jetzt zeigen. Und zwar, muss ich gerade mal raussuchen. So, das hier ist jetzt also dieser Security-Überwachungsraum von der Grace Community Church hier, was ich hier gezeigt hatte. Da gibt es also einen Überwachungsraum, wo die ganzen Kameras hier dargestellt werden. Das hier ist Tom Hatter, den werden wir gleich von seinem Mund hören, was dieser Typ für eine Hure mit der weltlichen Autorität ist. Also der Typ, der hat auch einen Berg an Gericht auf sich warten. Meint natürlich, er wäre der ganz harte Obermacker-Ami, der da irgendwie so, wie ich schon sagte, so auf Israel-Art mit seinem Schwert da den Tempel bewacht. Ja, also eine absolute Hohlrübe, der Typ. Halt auch komplett mit Militär und Polizei verbandelt, ne? Genauso wie dieser Typ hier. Der hat ja ein Foto von meinen Kindern gemacht. Da werde ich nachher vielleicht noch was zu sagen, wenn ich nicht vergesse. Anthony Burke, ich weiß nicht genau, wie man Nachnamen ausspricht, Burke geschrieben. Hat 2 Jahre gedauert, bis ich rausbekommen habe, wie der überhaupt heißt. Ja, der hat mich also, nicht mich, sondern meine Kinder und meine Frau fotografiert. Und wie gesagt, der Typ, der erzählt jetzt was jemandem von einer Vereinigung, die heißt Church Security Alliance, ja, CSA. Ja? Und da redet er jetzt mit diesem Typen hier, ja, Glenn Evans. Co-Founder und der andere Co-Founder ist dieser Vogel hier, Jack Justice. Ne? Ja. Und den hier findet man zum Beispiel auch auf Facebook. Und hat da also einen Freund. Moment, ich muss das natürlich auch zeigen. Kleinen Moment. So, hier, ne, Jack Justice. Also erstmal, dass das klar ist, dass das der gleiche Typ ist, ne. Der hat jetzt einen Freund, der hatte gleich 3-mal ein Profil auf Facebook, ne. Darren Odom, ja, auch ein Polizist. Und, was ist der noch? Ja, also das ist hier so, Pastors und hier meine Pastors bei Restoration Fellowship Tabernacle. Captain Darren Odom, Head of Security. Ne? Was ist das für ein Typ? Das sieht man hier schon so ein bisschen. Was das für ein Typ ist? Das ist ein Freimaurer und zwar kein unbedeutender, ja. 33. Grad, höher geht's nicht. Ne? Also der Typ ist ganz oben dabei, den Satan anzubeten.
Ja, der hier ist das, dieser Typ da. Und das ist jetzt also ein Freund von dem, an den ich jetzt gleich zeigen werde, John MacArthurs Kirche Informationen weitergibt über Leute, die Menschen dort warnen wollen. Den hocken die in einem Bett. Ja, hier sieht man das nochmal, das ist von dem LinkedIn-Profil von diesem Darren Odom. Church Security Alliance Active Member 87 bis 89 schon gewesen. Ja, also der ist da ganz lange schon dabei und alles hier ist Security, 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 bla. Und halt hochgradfrei auch. Also es ist jetzt nicht dahergesponnen, sondern das ist der einfach. Ja, hier sieht man ihn dann nochmal mit seiner Church da irgendwie, mit dem Pastor, bla. So, und jetzt gucken wir uns noch, hören wir uns halt einmal an, was der so über diesen Vorfall zu sagen hat. Das ist es noch nicht. Kleiner Moment. So. Ich habe das hier oben übersetzt, was der sagt, auf Deutsch, damit man sich da sein eigenes Bild machen kann. So. Also, los geht's. I would characterize him as somewhat of a con man. He concealed a lot of his theological beliefs from the folks. Yeah. Also, ne, würde jetzt diesen John O'Neill, der da auf die Bühne ging, als einen Trickbetrüger charakterisieren, der seine theologischen Überzeugungen von den Leuten verborgen hat. Der war also praktisch, was Jesus sagte, harmlos wie eine Taube und klug wie eine Schlange. Der hat sich überlegt, ich muss irgendwie auf diese Bühne und dem das sagen, am besten mitten im Gottesdienst, weil dann wird das mitgefilmt und dann kriegen das möglichst viele Leute mit. Diese Warnung, die ich da abgebe. Und das war hochgradig mutig. Das war sehr klug von ihm gemacht. Und das war hundertprozentig vom Geist Gottes. Da hat man genau gesehen, wie der Geist Gottes dort reinkam und den Menschen die Gnade geschenkt hat, noch einmal wirklich zu überdenken, was sie da tun. Ja, und was tun die? Verhuren sich mit der Welt, machen sich über so einen Mann lustig und verpfeifen den und bringen den in Schwierigkeiten mit der Welt, okay? Und alle so, pff, ja, wieso? Ist doch überhaupt kein Problem dabei. Ne? Was ist dein Problem so ungefähr? Hören wir jetzt mal weiter. Just to follow, I do have a lot of churches because of MacArthur's ministry, and they know he has security. But I have a lot of churches that contact me, and I want you to know that I always point them to Church Security Alliance because you guys, you're kind of a networking gathering place for a lot of great information. So, ne, also er ist durch seine MacArthur-Arbeit in Kontakt mit vielen Kirchen, ja, und sagt er jetzt also hier zu diesem Glenn Evans, ja, der Co-Founder ist, mit diesem Jack Justice, was ich ja schon sagte, der dann wiederum, ne, also hier dieser Polizist da, ne, sagt er, ich will wissen hier, dass ich da mit den anderen Kirchen zusammenarbeite, ne, und denen allen sage, dass die mit euch, ne, also I refer them to Church Security Alliance, also hier diese Freimaurerorganisation, denn ihr Jungs, ne, ihr seid so eine Art Netzwerk-Sammelstelle für a lot of great information, ne, für ganz viel tolle Informationen. Das ist also der Geheimdienst der Hure Babylon, der durch die freien Evangelikalen in dieser ganzen Welt Informationen sammelt über Christen, wer welche Überzeugungen hat, wer aufmuckt, ja, wer, das hat er ja gesagt, dass er, beziehungsweise da komme ich gleich noch drauf, dass er seine theologischen Überzeugungen verborgen hat. Wir werden gleich noch hören, dass man ansonsten den Leuten das steckt, diesen Security-Leuten. Und ja, das wird dann irgendwo im Pool gesammelt mit Fotos und Audios und so weiter und wird dann mit dem US-Geheimdienst, dem FBI und so weiter geteilt. Und mit solchen Leuten machen sich die deutschen Freikirchen eins. Ja, also solche, habe ich ja schon gesagt. So, jetzt hören wir mal weiter. Yeah, we after he was taken into custody, we were able to determine
you know, his identity. We were provided with a passport. Also da frage ich mich erstmal, er sagt ja, nachdem er in Gewahrsam genommen wurde, war es uns möglich, seine Identität festzustellen. War uns möglich, seinen Pass zu kriegen. Ne? Also uns wurde sein Pass gegeben. Da frage ich mich, wer hat denen den Pass gegeben? Ja, was hat so ein Church Security Leader? Also ich finde das sowas von krank. Ne? Sowas gibt es nirgendwo im Neuen Testament. Sowas gibt es nur da, wo Christen verfolgt werden. Da gibt es das von der Seite. Und genau das ist das ja auch. Diese Leute haben sich das christliche Gewand angezogen. Die Kirchen ja überhaupt. Es ist ja jetzt nichts Neues, aber bei denen ist es halt besonders drastisch, weil sie so tun, als wären sie die Speerspitze der Wahrheit und wären irgendwelche ehrlichen Bibelforscher oder keine Ahnung, Bibelgelehrten. Und die Leute, die da hinrennen, motzen dann, echauffieren sich dann über jemanden wie mich, der irgendwie kostenlos sich hinsetzt und Aufklärung betreibt, ja, einfach zeigt, was das für welche sind. Unser Eins wird dann halt am Ende mit Dreck beworfen von den Menschen und letztendlich wird das ein Gericht über alle bringen, weil Gott das sehr stinkt. Ja? Gott sagt, in meinen Himmel kommen keine Huren, und zwar die Hure Rahab kommt rein, das heißt also normale Prostituierte meint er damit nicht, sondern er redet von welchen, die sich der Welt verkaufen, und das tun die hier. Und ich sage das nochmal, die Ecksteingemeinde, das EBTC, die Bibelgemeinde in Berlin und die Evangeliumschristen in Berlin, das gehört alles dazu. Auch wenn da ein anderer Name draufsteht, das ist im Endeffekt Masters Academy International. Das sind Leute, die dort drüben ihr Studium gemacht haben. Das ist alles eine Corporation. Und da kommt die Lehre her, da kommen die, wie wir das ja auch schon gesehen haben, Verbandlungen dann zu anderen Kirchen über diese Security Alliance her. Und da wird halt auch gerne gepetzt, ne? Ich, keine Ahnung, ich stelle mir das so vor, dass sie dann sagen, ja, hier war einer, der hat gesagt, Jesus ist nicht Gott. Und der hat auch schon mal erwähnt, dass man das allen mitteilen müsste. Und darum bin ich jetzt mal lieber zum Security-Team gegangen und habe den auf den aufmerksam gemacht. Und dann wird da so eine Kartei angelegt, ne, wer das ist. Und dann weiß man schon mal, was der so glaubt und dass man jetzt aufpassen muss, dass der keine Leute warnen kann. Ansonsten wird er da rausgeschmissen. Und kriegt so einen schönen Brief nach Hause, den habe ich ja auch bekommen, von Grace Community Church, nachdem sie diese Fotos gemacht haben. Und ja, wie gesagt, das ist ein Schweineverein, okay? Werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Und das sind die Schweine, das ist kein, das sind keine Christen, okay? Man muss echt sehr, sehr blind und willentlich taub sein, um das nicht zu sehen oder zu hören. That information I provided to ICE. I've also, there's the Joint Regional Intelligence Center that gathers information on, you know, suspicious situations, which I've reported to them. So, ja, also diese Information, also hier von seinem Pass und so den ganzen Kram. Den muss er ja von der Polizei bekommen haben, über seine LAPD-Connections. Die haben dem wahrscheinlich den Pass weggenommen, die haben gesagt, ey Tom, ne, weil wir werden gleich merken, dass der ganze Laden gespickt ist mit Polizei. Ja, also da gab es ja schon ganz früher, Anfang der 90er, Bob Vernon, das war der zweithöchste Polizist in ganz Los Angeles County. Mark Cracker, sein Kollege, der auch in der Grace Community Church gearbeitet hat, der ist dann hinterher weitergegangen und wurde Polizeichef von Portland, Oregon, und ist hinterher immer weiter aufgestiegen, hat für die Vereinten Nationen gearbeitet im Sicherheitssektor und so weiter. Ja, also ohne Ende. Grace Community Church ist so eine richtige Polizeihure. Ne? Also das ist beides das Gleiche. Die sagen praktisch, wir machen uns zu so einem Christenmagnet, indem wir so Theologie predigen und Bibeln verkaufen, und damit locken wir ja Leute an, die gläubig sind, und dann sagen wir euch dafür, der Welt, was die so glauben, die Namen und so, die ganzen Informationen, die teilen wir euch dann mit. Ne? Also es ist so eine richtige Nuttenorganisation. Sowas seid ihr. Ihr seid Abschaum, okay? Und das muss man so klar und deutlich sagen. Ihr seid richtiger Abschaum. Und es ist eine Schande, eine absolute Schande, dass ihr euch Christen nennt. Ihr solltet euch was in Grund und Boden schämen. Was ihr macht, das ist eine absolute Schande. Sich so zu verhuren und so jemanden, okay, jemanden, der sich sowas traut, und der hat
diese Überzeugung, okay, die diskutiert ihr weg, gibt keine Geistgaben mehr, weil ihr einfach zu doof seid und überhaupt nicht versteht, was das überhaupt ist. Ihr könnt das gar nicht geistlich unterscheiden, weil ihr den Heiligen Geist gar nicht habt. Dann kommt jemand dahin und macht das für die Menschen. Und ich sage mal, selbst wenn er falsch liegen würde, ja, selbst wenn er nicht die Wahrheit sagen würde, geht ihr dann dahin und verpetzt so einen? Solche Leute seid ihr also? Echt? Und ihr meint, ihr werdet Christen? Aber bestimmt nicht in Gottes Augen. Garantiert nicht. Das gibt am Ende dicke, fette Strafe. Wenn ihr im Bett liegt mit so einem Nuttenverein. Also echt, ich finde das unglaublich. Wie kann man so verblendet sein und das nicht sehen? Ne? Also ja. Und dann redet er von der regionalen Geheimdienstbehörde. Den hat das dann natürlich auch weiter. Ne? Und damit brüstet er sich da irgendwie vor diesem Church Security Alliance Typen. So, ne, hey, meine Freimaurerfreunde, ich habe hier alles im Griff. Ich reiche das dann weiter hier an FBI. Kommt gleich auch noch. Ne? LAPD haben wir sowieso ohne Ende hier. Ne? Voll die Beine breit gemacht und sich zur Ruhe gemacht. Genau wie es im Alten Testament steht. Mit Israel war genau das Gleiche. Das Recht in Gift verwandeln. Ne? Schlangeneier ausbrüten und wenn einer drauftritt, fährt eine Otter raus. Genau so ist das. Das steht so im Buch Jesaja schon drin. Genau so seid ihr. I've also put a call into the FBI and I haven't heard back from them yet, but I'll be sharing his information with them. Yeah, we... FBI habe ich auch angerufen. Zwar noch nichts von den Jungs gehört, so, aber den werde ich auch noch verpetzen. Ne? So, dann sagt er weiter, was sie so mit ihm gemacht haben. After he was taken into custody, we were able to determine, you know, his identity. We handcuffed him, we patted him down, took his brief, his backpack away, and then we escorted him over to a holding area away from, you know, all of the population on the church property, took him into a building and we called LAPD. Ja, also, die haben ihm Handschellen angelegt, so wie Paulus immer, ne? Der hat das auch dauernd gemacht. Leuten Handschellen angelegt. Und auf den Boden gedrückt, ne? Rucksack weggenommen und zu so einer Aufhaltestelle da, Holding Area, ne? Hin eskortiert, weg von der Versammlung. Ja, und dann haben wir erstmal die Polizei angerufen. Klar, haben die Apostel andauernd gemacht, lese ich überall im Neuen Testament. Apostelgeschichte, ne, wie sie damals in Jerusalem mit der Jerusalemer Polizei zusammengearbeitet haben und dann dauernd irgendwelche, keine Ahnung, Leute, die die Diana angebetet haben oder die gesagt haben, keine Ahnung, hier genau als Simon der Magier kam, ne, da haben sie auch gleich sofort den festgehalten und gesagt, wir müssen unbedingt die Schafe beschützen vor Simon dem Magier und den an die Polizei verpetzen und so, ne. Ja, ihr seid sowas von bescheuert in eurem Kopf, ne? Ihr seid so richtig dumm, wie ihr dahin rennt. Das ist einfach dumm. Und das muss man so sagen, das ist Jesus-mäßig, das zu sagen. Der hat die Leute auch dumm genannt. Und das wie willst du das denn sonst charakterisieren? Klug? Oder fehlgeleitet? Nee, fehlgeleitet ist, wenn man es nicht besser wissen kann. Ich zeig das hier und ihr rennt weiterhin. Ihr seid dumm. Weil ihr euch da auf das Glatteis stellt und unter dem Glatteis brennt es schon, okay? Und wenn irgendwann das Eis weggeschmolzen ist, dann geht ihr in dieses ewige Gericht rein. Ja? Während ihr Lieder singt, oh, great is Jesus und so, zack, irgendwann ist das Eis weggeschmolzen und ihr singt in die Flammen, weil ihr mit diesem Nuttenverein zusammen gemeinsame Sache macht. Da muss man so deutlich sagen. Were there any on-duty officers that were handling that as far as detaining him? Ja, also gab es da irgendwelche off-duty, also die halt nicht gerade aktiv waren oder also nicht gerade im Einsatz waren, irgendwelche Polizisten, ne, die das exekutiert haben, ne, die den Typen da also festgenommen und auf den Boden gedrückt und so haben? Well, no, there were some active duty officers involved in that. We didn't have anybody there. Okay. Was. Ne, also keiner, der jetzt per se direkt gerade im Dienst war, aber welche die Polizisten waren, ne? Also mehrere. Die, was weiß ich, die haben dann vielleicht erst abends Dienst geschoben, aber dann saßen halt in der Church, ne, haben so Heavenly Father-mäßig so ein bisschen rumgeheuchelt
Und als dann der vom Heiligen Geist getriebene Mann reinkam, dann hat man mal kurz ja an die Kollegen vom LAPD weitergeleitet, ne? Per se on duty, you know, working at that time. But, I guess my question is, you know, they're peace officers, right? In, you know, of course, in California, they're peace officers, you know, 24/7, right. 365. So, yeah, I had that kind of support. Okay. So damit sagt er auch, ne? Peace officers, das heißt halt einer, der ein Polizist ist, der ist eigentlich immer ein Gesetzeshüter. 24/7, also immer. Ne? Auch wenn die nicht on duty sind. Und das heißt, wenn du die Polizeichefs oder stellvertretenden Polizeichef und solche Leute als Älteste bei dir hast, dann sind das permanente, gleichzeitig Staatsgewalt, die bei dir das Sagen hat. Sieht man ja auch, ne? Propheten, lass zwei oder drei sprechen und ist die Gemeinschaft beurteilen. Das hat Paulus im 1. Korinther 14 gesagt. Bei John MacArthur läuft das so, wenn ein Prophet reinkommt und was ruft, dann drückt er ihn auf den Boden, nimmt ihm den Rucksack weg und verpetzt ihn, damit er in den Knast kommt oder aus dem Land geschmissen wird oder irgendwas. We were able to, we secured about a half a dozen written statements from folks. We were able to make up a couple of discs with audio and video that we were able to provide to the police for their investigative package. So läuft's dann, ne? Dann kommen die Leute und sagen, ich habe auch was gesehen, ich habe auch was gesehen und ich habe noch irgendwo ein Video, da war der neulich auch drauf. Und dann, weil man will ja auch irgendwann vielleicht mal John MacArthur die Hand schütteln oder so, dann kann das so ein Tom Hatter bestimmt klar machen, ne? Dass du dann mal den Hero Pastor auch mal kennenlernen oder so. Und dann wird dann halt natürlich bei denen in den Arsch gekrochen. So ist das halt. Das sind halt alles Kriecher. Das sind keine, die ihr Leben riskieren für Jesus, sondern es sind welche, die der Welt in den Arsch kriechen und meinen, dass sie da irgendwie mit den ganz großen Männern des Gottesreiches irgendwas zu tun hätten. Ja, wie gesagt, dann ne, so handgeschriebene Aussagen, so, ah ja, den kenne ich auch, der hat irgendwann mal hier mal erwähnt, dass er das und das glaubt, ne? Dann geben die das der Polizei. Dann geben die das dem Typen, der gibt das weiter für ihr Investigative Package, ne? Ihr habt da schon mal so ein paar Beweismittel, ne? Was hat er denn gemacht? Ne, ihr habt da schon mal Beweismittel so, ne, wenn er dann eure Anklage machen wollt, das sagt er dann gleich, dass er ein Arrestbegehren auch eingereicht hat, dass sie den festsetzen. We made a citizen's arrest for disrupting a religious service and disturbing the peace. That's something allowable by California law, I'm assuming. Yeah, okay. 302. Den Gottesdienst gestört, so heißt das heutzutage. Und ich sag das ja. Die hätten Jesus genauso verpetzt, als er da die Tische und Stühle umgeschmissen hat im Tempel. Wenn Jesus heute kommen würde, die Tom Hatters, das wären die, die das Kreuz aufrichten würden und den dran nageln würden. Im Namen der angeblichen Gerechtigkeit. Genau die. Genau die. Keine anders würde kein. Das wären nicht die Moslems, auf die ihr dann gerne euren Dreck alle schmeißt. Da hat man euch einen schönen Strom angegeben, worüber ihr euch aufregen könnt. Ja, oder die Democrats und die Liberals. Sondern ihr seid das, genau ihr. Ihr seid das antichristliche System und die Hure Babylon. Ihr seid das. Ne? Oh, das ist Rom. Ihr seid Rom. Mich lässt das sowas von, keine Ahnung, von baff werden. The California Penal Code deals with disturbing religious services. And then 415 is disturbing the peace. About half of my team in the neighborhood of about 20 are active retired and reserve police officers. Okay. And then I have another 25 or so paid staff who are not police officers. They're more like on the security guard level. Okay. And then I have just volunteers, church volunteers that, you know, just volunteer their time on, you know, Sunday mornings or Sunday evenings for parking lot patrol duties. So, da habt ihr das. Hälfte von denen, die um ihn rumsitzen, irgendwie hat er da noch gesagt 20, das hätte ich hier nicht in dem Transkript drin. Ne, meines Teams sind aktive, verrentete und in Reserve Polizisten, also ne, welche mit viel Erfahrung, welche, die gerade bei der Polizei sind und welche, die in Reserve sind.
Dann hat er noch 25 bezahlte Angestellte. Ne, darum bettelt gerade John MacArthur um Geld in der Corona-Zeit und hat ja gesagt, es ist ein Briefkasten einer Kirche angebracht, wo man gerne seinen Scheck reinschmeißen kann. Jeder Penny, den du diesen Huren bringst oder ein Buch von denen kaufst, gibt dir ein kleines Stück Gericht mehr vor Gott. Wirst du dich für alles rechtfertigen müssen am Ende. Wenn du Bücher von dem Typen hast, zu Hause, eine Studienbibel oder keine Ahnung, irgendwelche Bücher über die Bibel, rate ich dir dazu, die möglichst schnell zu nehmen und zu verbrennen. Verbrenn diese Bücher. Das ist vom Satan, dieser Verein. Okay? Das ist eine satanische Gehirnwäschesekte. Sieh zu, dass du möglichst viele Leute vor diesem Verein warnst. Ich bin ein Opfer von denen. Und das lässt sie total kalt. Sowieso ist doch gar nichts. Was denn für ein Problem? Ist doch wohl überhaupt nichts. Express some interest in attending a seminary that we have at our church. Not somebody that folks were really concerned about, so, you know, he wasn't brought to the attention of the security team. Ja, ne? Haben ja gar nicht gemerkt, dass der eine andere Theologie hat, deswegen hat die keiner an uns verpetzt. Den keiner an uns verpetzt, macht man also normalerweise, ne? Wenn jetzt einer nicht so interessiert ist daran und dann irgendwie unter den Leuten sagt, ah ja, aber eigentlich lehrt er was Falsches, dann rennen die schon mal gleich zum Security-Team und petzen. Ne, dann erzählt er noch, er würde... Express some interest in a... We live in a... Oh, wenn ich den schon höre, könnte ich einen Anfall kriegen. Wir leben unter der Souveränität Gottes. Gerade du Penner, mit eurem Militär in der ganzen Welt rumbomben, dann heulen jedes Jahr am letzten Maiwochenende über eure Soldaten, die angeblich für euch die Freiheit erkämpfen. Hier, ihr habt eine Macke. Ihr habt eine absolute Macke. Wenn es euch nicht gäbe in Amerika, würde es vielen Amerikanern besser gehen. Und das sagen auch viele Amerikaner über euch. Über euch, die ihr das Land regiert. Und das ist eure verhurte Kirche. Die ist das, die diesen ganzen Schund über die Welt bringt. Die dafür verantwortlich ist, dass Menschen über Amerikaner fluchen. Das seid ihr. Ja? Ihr, eure Hurenkirche ist das. God bless America. Ihr habt eine Macke, habt ihr. Als ob Gott sowas segnet. Euer Gott vielleicht, der Teufel, der segnet das vielleicht. Aber mein Gott garantiert nicht. Der bereitet euch so richtig schön die Grube vor und ihr merkt es nicht einmal. Sollt euch was schämen? God, and we believe strongly in that. And we know that nothing touches our lives, our security team, whatever occurs, that nothing touches us that hasn't had God's permission. Right. You know, and in this particular instance, you know, there was no weapon involved. There was no one was hurt. We were able to extricate this man from the worship center. Yes, he caused a disruption. In this world that we live in, I know it was very disruptive and it was unsettling. But, you know, it wasn't so serious. Merkt er selber, ne, was er für einen Müll redet. Der Mann hat gar nichts gemacht. To where somebody was hurt. Okay. Well, the potential for... Ja, und das ist es ja, aber das Potenzial war ja da, ne? Genau das Gleiche haben sie über mich erzählt. Ja, aber man hatte dann ja Angst vor dir, weil ich die Leute genauso warnen wollte. Mit mir hat man das gleich gemacht. Mit mir hat man es eigentlich noch schlimmer gemacht. Beziehungsweise ich weiß ja nicht, was sie für Lügen noch über den hinterher erzählt haben, was mit dem passiert ist. Das fragen sie ihm ja auch in mir. Der sagt, da wüsste er nicht genau. Wer weiß, in welcher kalifornischen Psychiatrie der gerade verschimmelt und mit Tabletten vollgestopft wird. Interessiert ja auch keinen. Glaubst du nicht, dass irgendwer aus dieser Gemeinde mal dahin gegangen ist und sich dafür dann interessiert hat, was aus dem geworden ist? Weil für die war das Urteil ja klar, ne? Der hat ja den Heiligen
John MacArthur vorgeworfen, falsch zu lehren. Weg mit dem. God bless America, oder was? Hier. Or a violent act or something more serious certainly was there, and that's really where we're at and what we're burdened by is, you know, this potential for, you know, someone getting hurt, someone being hurt, you know. I don't know, does that make sense? No, it doesn't. No, it doesn't make sense. Macht überhaupt keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und du merkst es selber, während du es mit deinem dummen Kopf erzählst, dass es keinen Sinn macht. Überhaupt, es macht null Sinn. For Grace Community Church. I want you to delete that picture. Huh? Delete the picture. No, it's public. You can do that. You can take any pictures out in public. It's not against the law to take a picture out in public. Yeah. Von meiner Frau und meinen Kindern. Grace Community Church, Delaware. Zack. Gemacht. Was sagte Phil Johnson so schön? Als ich ihn fragte, wer dieser, wo ich jetzt weiß, Tony Burke, wie auch immer, der heißt, ihn gefragt habe, ne, wer das ist, weiß nicht, wie der heißt. Er ist im Security Team. Sie machen routinemäßig ein File, ja, also einen Ordner, mit Fotos von jedem, der den Service unterbricht oder sich andererseits irrational oder bedrohend verhält. Auf dich passt das Profil in all diesen Dingen. Ich habe weder irgendwen bedroht, ich habe den Service nicht disrupted, habe ich nie gemacht. Irrational verhalten, was meinst du damit? Weil ich mit dir geredet habe? Ich habe mit dem Typen geredet, mehr habe ich nicht gemacht und habe ein paar Sachen kritisiert. Mehr habe ich nicht gemacht. Das ist ein böser Mensch, okay? Hier, der da ist kein Christ. Ja, und ich habe das ja letztes Mal in dem Video gezeigt. Das war der hier, Burke, wie auch immer er heißt. So ein Militärvogel, ne? America, my guns, hier. Bescheuert im Kopf. Ne? My friend whose background is Army Intelligence. Und da sind Bilder von meinen Kindern gelandet, von meiner Frau, wegen diesen Pennern. Sagt er selber, dieser Tom Hatter, ne? Reicht er weiter? ICE, FBI, Regional Intelligence Service, Church Security Alliance. Überall landen deine Sachen. Wenn du da deinen Mund aufmachst, wird erstmal gesagt, bei dem musst du aufpassen. Der glaubt nicht so ganz, was wir glauben. Ne? Ja. Christmas Lights by Anthony. Bringt irgendwelche Weihnachtsdekos an. Und hat aber auch so eine Neighborhood Sheepdog Overwatch, ne? Community Service. Ist ja so gefährlich überall bei denen da, wo die ganzen Reichen wohnen, ne? Keine Ahnung, ob der bei seinen Christmas Lights auch die eine oder andere Kamera im Namen der Sicherheit des Herrn anbringt, ne? Learning to Shoot Better auf YouTube, ne? Wo er so einen Kanal, wo er zeigt, wie man am besten schießen kann, ne? Und wie gesagt, solche Typen hier. Guck dir doch einfach schon mal einfach nur das Gesicht an, dieses Grinsen, ne? Von diesen ganzen Freimaurern. Wir kontrollieren die Welt und wir kontrollieren die Kirchen und ihr seid so dumm und merkt es nicht. Jupp, genau das ist das Grinsen. Jack Justice. Eines Tages werden diese Leute Gerechtigkeit kennenlernen. Dann wird dieser Typ und dieser Typ vor Gott stehen und für alles Rechtfertigung abgeben.